Was gibt's Besseres als ein Brot, ein Butterbrot mit Salz? Apropos Salz, das Thema Salz ist im Seewinkel ein zentrales. Ohne Salz würde der Seewinkel nicht ausschauen, wie er ist. Deshalb geht es diesmal um das Thema Salz und Salzlacken. Herzlich willkommen beim Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel. Wer schon mal Satellitenbilder angeschaut hat, Videos von uns gesehen hat oder so wie ich hier zum Beispiel mit dem Rad im Nationalpark unterwegs war, der wird überall im Gebiet weiße, helle Flächen gefunden haben. Hier befindet sich das Salz in der obersten Bodenschicht. Sind diese Flächen sehr groß, handelt es sich meist um eine ausgetrocknete Salzlacke. Aber keine Angst, das Austrocknen gehört dazu und ist ganz normal. Da die Lacken immer sehr seicht sind, verdunstet das Wasser in der warmen, sonnenreichen Zeit sehr schnell und befüllt sich wieder in regenreichen Phasen. Dann sind die Lacken voller Leben und damit eine wichtige Nahrungsquelle für viele ganz besondere Vogelarten. Wie die Säbelschnäbler. Sie brüten am Rand oder auf Inseln in der Lacke. Für viele Vögel sind die Lacken im Frühling und Herbst ein wichtiger Rastplatz. Was uns eine super Möglichkeit gibt, um viele verschiedene Vogelarten, die weiter im Norden brüten, zu entdecken. Mal schauen, was ich entdecken kann. Ah, schaut, hier haben wir Flussuferläufer und einen Kampfläufer. Und wo ein Kampfläufer ist, da sind meistens noch mehr. Wie gesagt, für die Lacken ist es normal, dass sie regelmäßig austrocknen. Und sogar wichtig, die Tierwelt hat sich daran angepasst. Während die Vögel mobil sind und andere Nahrungsquellen wie etwa den Schilfgürtel des Neusiedlersees aufsuchen, legen zum Beispiel die kleinen Krebstiere wie Wasserflöhe sogenannte Dauereier. Diese überleben sogar Trockenperioden, die viele Jahre dauern. Ist die Lacke leer, kommen andere Spezialisten zum Vorschein. Einige ganz besondere Salzpflanzen nutzen die kurze Trockenperiode, um zu keimen, zu blühen und wieder neue Samen zu bilden. Salz ist für die meisten Pflanzen giftig und nur wenige Spezialisten können hier wachsen. Wie ihr vielleicht wisst, herrscht im Nationalpark das Wegegebot. Das heißt, wir dürfen nicht zu den Salzpflanzen in den Salzlacken gehen. Aber das Gute ist, im Seewinkel gibt es an vielen Stellen Salz. Wie zum Beispiel hier, direkt am Parkplatz vom Langen Lackerlstüberl. Direkt vor mir sieht man einige Salzpflanzen. Wir finden hier Arten, die weniger in der Lacke, aber auf verschiedenen salzigen Böden wachsen. Zum Beispiel die sehr salzliebende Salzkresse. Daneben eine, die es ein bisschen weniger salzig mag, der Salzsteppenwermut und auch der Strandwegerich. Und eine Salzlackenränder bewohnende Pflanze, die Salzaster. Verwandt mit unseren Astern im Garten. Hier habt ihr nochmal eine Salzstelle mit meiner Lieblingspflanze, der Salzkresse. Aber wie können Pflanzen eigentlich das viele Salz aushalten? Und woher kommt das Salz eigentlich? Das erfahrt ihr jetzt im Infoteil. Viel Spaß! Infoteil. Woher kommt eigentlich das Salz? Hat da vielleicht mal jemand sein Butterbrot zu viel gesalzen? Ganz genau ist es immer noch nicht geklärt und es gibt verschiedene Theorien. Auf jeden Fall wissen wir, dass es hier in der Gegend bis vor ca. 13 Millionen Jahren ein Meer gab. Die Paratethys. Es hat sich immer weiter zurückgezogen, wurde immer weniger salzig und seit ca. 10 Millionen Jahren ist das Meer von hier verschwunden. Geblieben ist neben den Fossilien auch Salz in den verschiedenen Schichten im Boden. Das Salz, das wir heute hauptsächlich hier finden, ist Soda, Natriumcarbonat. Damit Salzlacken entstehen und bestehen können, braucht es mehrere Faktoren. Es braucht Salz im Boden, es braucht einen hohen Grundwasserspiegel und tonige Schichten im Boden der Lacken, die mit Wasser aufquellen und eine dichte Wanne bilden. Dadurch bleibt Regenwasser lange in den Lacken stehen. Außerdem braucht es warmes, sonnenreiches Wetter, damit die Lacke auch regelmäßig austrocknet. Denn nur dann kann durch die tonige Bodenschicht das Grundwasser in den Poren des Bodens aufsteigen und das Salz aus dem Boden mit an die Oberfläche nehmen. Dort reichert es sich an und sorgt für genug Salz in der Lacke. Die meisten Pflanzen können, da das viele Salz ihnen Wasser entziehen würde, nicht in der Lacke, sondern nur außerhalb wachsen. Einige Pflanzen haben sich jedoch spezialisiert und verschiedene Strategien entwickelt, um mit dem Salz gut zurechtzukommen. Manche pumpen viel Wasser in ihre Blätter, um das Salz zu verdünnen.
Manche werfen alte, zu salzig gewordene Blätter ab und andere bilden Bläschen an Haaren auf der Blattunterseite aus, in die das Salz hineinkommt und lassen diese Bläschen dann platzen. So bekommen sie das Salz aus der Pflanze hinaus. Das Salz in den Lacken verhindert, dass die Lacken zuwachsen und damit verschwinden. Doch wenn wir Menschen zu viel Grundwasser entnehmen und der Grundwasserspiegel sinkt, dann reißt die Verbindung zum Lackenboden und es kann kein neues Salz in die trockene Lacke gelangen. Die Salzlacke versüßt und dann wächst sie langsam zu. Daher ist es wichtig, dass wir einen hohen Grundwasserspiegel erhalten, damit alle natürlichen Prozesse weiter funktionieren können. Denn die Salzlacken sind etwas ganz Besonderes und ein wichtiger Lebensraum für verschiedenste Lebewesen. Ihr seht, es gibt viel zu lernen zum Thema Salz. Weil ich noch mehr erfahren will, treffe ich mich mit Arno, einem Forscher vom Nationalpark. Hallo Arno. Hallo. Du und deine Kollegen in der wissenschaftlichen Abteilung vom Nationalpark untersucht ihr die Lacken. Ihr macht das sogenannte Lackenmonitoring. Was genau macht ihr denn da? Ja genau, also beim Lackenmonitoring untersuchen wir regelmäßig alle 2 Wochen mehr oder weniger alle Lacken, die es noch gibt. Das sind ungefähr 40 Standorte und da fahren wir zu jeder Lacke hin. Das Erste, was man macht, ist, man schaut, gibt's was, ist noch Wasser drinnen oder nicht. Das notieren wir, wie viel Wasser. Und wenn Wasser drinnen ist, dann messen wir auch die Leitfähigkeit. Also das ist ein Wert, der uns sagt, wie salzig das Wasser in der Lacke ist. Und wir schauen dann auch noch, ob es Salzausblühungen gibt, wie trüb das Wasser ist und noch ein paar andere Parameter. Ganz kurz vielleicht, was habt ihr denn da schon Spannendes rausfinden können? Ja, man sieht ganz schön, dass wenn die Lacke im Sommer langsam austrocknet, dass dann die Leitfähigkeit, also der Salzgehalt im Wasser immer stärker wird. Also es wird richtig salzig drinnen. Und man sieht dann auch, dass es eben noch ein paar wenige Lacken gibt, wo der Salztransport vom Boden rauf noch gut funktioniert. Also wenn die Lacke trocken ist, hat man dort eine schöne Salzkruste. Bei vielen anderen Lacken ist das leider nicht mehr der Fall. Also da sieht man zum Beispiel keine schönen Salzausblühungen mehr. Wenn Wasser in den Lacken drin ist, untersucht ihr auch die Tiere, die da drin leben, oder? Was habt ihr denn da schon gefunden? Wir cachern immer wieder mal durch und schauen vor allem, was an Urzeitkrebsen drinnen ist. Weil das ist das ganz Spannende und Spezielle an unseren Salzlacken, dass wir da eigentlich relativ große Urzeitkrebse finden, bis zu 3, 4, 5 cm die großen. Das sind die Feenkrebse. Und dann gibt es auch noch die Rückenschaler, die man vielleicht kennt, die Triopse. Und das ist auch immer spannend und immer wieder ein schönes Erlebnis, wenn man eine von denen wieder findet. Ja, dann danke für das Interview. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke. Und viel Erfolg beim weiteren Lackenmonitoren. Danke. Es ist Herbst. Hinter mir die Zicklacke. Jetzt, so wie die meisten Salzlacken, ausgetrocknet. Dafür kann man umso besser die Salzpflanzen beobachten. Und eine Pflanze, die jetzt besonders schön ist, ist die Salzaster. Sie bildet an den Lackenrändern riesige lila Teppiche. In der ausgetrockneten Salzlacke finden wir jetzt oft ein rotes Pflanzenmeer, zum Beispiel von der Salzmelde. Schaut mal, wie beeindruckend. An diesen extremen Orten können wirklich nur wenige Pflanzen wachsen. Dafür haben sie keine Konkurrenz und können sich in der Lacke so richtig ausbreiten. Und dann ist es Winter. Meist füllen sich im Spätherbst und Winter die Lacken wieder mit Wasser. Jetzt freuen sich Gänse und Enten über diese Rastplätze. Wird es richtig kalt, können die Lacken auch mal zufrieren. Dann wird das Lackenmonitoring für die Nationalpark-Mitarbeiterinnen wie Benny hier richtig anstrengend. Im Frühling wird es wieder gemütlicher, wenn die ersten Frühjahrsblüher die Wiesen des Nationalparks bedecken. Geforscht wird das ganze Jahr, denn je mehr wir über die Lacken wissen, desto besser können wir sie schützen. Ich will auch noch mehr lernen und treffe Harald Grabenhofer von der wissenschaftlichen Abteilung des Nationalparks. Hallo Harry. Hallo, servus. Du bist ja der Chef der wissenschaftlichen Abteilung und ihr forscht ja ganz viel um die Lacken. Was macht jetzt eine Lacke so besonders? Die Sodalacken sind einzigartige Lebensräume in Österreich. Also es gibt sonst in Österreich solche Gewässer nirgends. Es sind flache Gewässer, sehr flach, also einen halben Meter, maximal einen Meter tief bei sehr hohen Wasserständen. Und gibt es europaweit eigentlich oder in der EU zumindest dann nur mehr in Ungarn auch und ein paar in Rumänien ein bisschen was. Also wir haben hier auch eine sehr hohe Verantwortung, was diese Gewässer und diesen Lebensraum eben betrifft. Es ist ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel, wichtiger Brutplatz auch für Zugvögel und es kommen viele Leute hierher, um eben die Lacken selber, aber auch eben die Vögel dort zu sehen. Bei welcher Lacke stehen wir denn da gerade? Am Südende des unteren Stinkersees oder Unterstinkers.
Ja, das ist eine dieser Lacken, die sich dann relativ schnell, wenn es wieder regnet, mit Wasser füllen. Du bist ja jetzt nicht nur Nationalparkmitarbeiter, sondern lebst auch schon seit deiner Geburt eigentlich in dem Gebiet, oder? Ja. Wie war das in deiner Kindheit hier bei den Lacken? Es hat schon anders ausgesehen. Also es war ja in den späten 70er, frühen 80er Jahren, wo meine Erinnerung dann irgendwann so einsetzt, hat es auch an den Lacken viel mehr Schilf gegeben. Also durch die Beweidung, die dann in den 80er Jahren wieder eingeführt wurde, sind die Lacken schon noch einmal in einen besseren Zustand gekommen, vor allem auch die Lackenränder, weil einfach das Schilf, es ist auch wichtig, dass das dort wegkommt und die Rinder, die hier fressen, die haben ja eine gewisse Trampelwirkung am Boden und lockern so den Boden praktisch auf oder schaffen hier immer offene Stellen, wo dann eben aus dem Boden, und das ist ganz wichtig, dass Salz austreten kann bei hohen Grundwasserständen. Und da hat sich natürlich was ganz massiv verändert. Also es waren einfach früher die Grundwasserstände wesentlich höher. Und es sind halt viele Lacken durch diese Absenkung der Grundwasserstände in den letzten drei Jahrzehnten, vier Jahrzehnten. Hat es auch schon vorher gegeben, aber da war es halt ein massiver Sprung auch noch in den 90er Jahren. Sind halt viele Lacken wirklich verschwunden. Was kann jetzt der Nationalpark oder das Gebiet machen, um diese Lacken zu retten? Naja, es ist natürlich so, dass wir als Nationalpark jetzt natürlich nur beschränkt unsere Flächen haben und hier natürlich das Grundwasser, das ist außerhalb des Nationalparks genauso wie innerhalb der Nationalparkfläche. Aber natürlich können wir zusammen mit den anderen Interessensgruppen in der Region, das ist natürlich die Wasserwirtschaft, das ist natürlich aber auch die Landwirtschaft, auch die Jagd kann da eine Rolle spielen, alles Mögliche, dass wir zusammen einfach Lösungen finden, wie wir diesen Grundwasserstand wieder sanieren. Es geht, wie gesagt, in erster Linie einmal um Rückstau, Rückstau von Entwässerungsgräben, damit einfach das Wasser länger in der Region bleibt und hier versickern kann und hier zum Grundwasser beitragen kann. Und das Zweite ist einfach, dass man im landwirtschaftlichen System einfach ein bisschen andere Anbaumethoden oder einfach andere Kulturen sich überlegt, die wasserschonender sind. Das muss man natürlich aber auch von der wirtschaftlichen Seite betrachten, das hilft nichts. Die Landwirte, die irgendwas produzieren, müssen das auch verkaufen können. Also da muss man sowohl die wirtschaftliche Seite sich anschauen, als auch das, was der Wasserhaushalt einfach hergibt. Und da muss man noch dazu betrachten, wie wird das eigentlich ausschauen in 20, 25, 30 Jahren mit dem auf jeden Fall stattfindenden Klimawandel. Wie wird die Situation dann sein? Was kann man landwirtschaftlich dann machen? Weil ein Landwirt, der jetzt irgendwas umstellt in seiner Bewirtschaftung, der muss ja investieren und der kann nicht für 5 Jahre investieren, der muss längerfristig planen. Also die Lacken haben ja auch jetzt ein Problem, dass sie versüßen, wenn der Grundwasserspiegel zu niedrig ist, und einfach Salz reinleeren funktioniert nicht, oder? Naja, das muss man sich von der Menge einmal vorstellen. Also wir würden hier von einem Bedarf, und das immer wieder, reden von 3 bis 5 Kilo pro Quadratmeter. Boah. Wenn man jetzt eine größere Lacke hat, die mehrere Hektar groß ist, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, also dann wird das schnell sehr viel. Das geht nicht, das ist technisch schon gar nicht möglich. Und es ist auch natürlich eigentlich unsinnig, weil man ja, jede dieser Sodalacken ist in ihrer Salzzusammensetzung anders. Sodalacken deswegen, weil es eigentlich das Hauptsalz ist, immer Soda. Aber die Zusammensetzung prozentuell mit anderen Salzen, wie eben Kochsalz, also Natriumchlorid, oder dann eben Glauber und Bittersalz, das ist unterschiedlich, die Anteile in den Lacken. Und da wäre es natürlich auch gar nicht gescheit, jetzt überall eine Standardmischung sozusagen hineinzuleeren. Abgesehen davon, wenn das Grundwasser nicht hoch genug stehen würde, dann wasche ich ja dieses Salz, das ich da hineinbringe, künstlich wasche ich ja mit dem Regen wieder nach unten aus. Das heißt, das ist überhaupt nicht nachhaltig, das funktioniert überhaupt nicht. Ich brauche auch für das, dass das halt wieder hohe Grundwasserstände, und dann kann ich gleich das Salz aus dem Boden kommen lassen, wo es eigentlich eh ist. Ja, dann vielen Dank fürs Interview. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Gerne, hoffe. Ciao. Ja. Unsere Lacken sind echt faszinierend und wie Harry sagte, einzigartig. Wann immer ihr hier in den Seewinkel kommt, es zahlt sich aus, einen genauen Blick auf sie zu werfen. Aber Achtung natürlich auf das Wegegebot. So, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und Fernglas nicht vergessen.